10 bis 20% aller Frauen sind betroffen von Endometriose, eine Wucherung der Gebärmutterschleimhaut. Ich glaube, wir alle haben das Wort schon mal gehört. Und trotzdem wird die Krankheit ganz häufig noch stark unterschätzt. Der Leidensdruck für Betroffene, der ist enorm. Ständige Schmerzen, unerfüllter Kinderwunsch und eben das fehlende Verständnis dafür. Eine bessere Aufklärung über diese Krankheit könnte das Leiden vieler Frauen lindern. Das sagt die Gynäkologin Dr. Sheila Delis und ist heute Morgen bei uns. Sie haben sogar ein Buch über Endometriose geschrieben, einfach auch um Aufklärung zu schaffen. Ist das so notwendig? Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist tatsächlich ein Riesenproblem mit der Endometriose. Viele haben davon noch nicht gehört. Das ist ein Teil des Problems. Ein anderer Teil des Problems ist, dass wir Gynäkologen in der Ausbildung nicht so einen Schwerpunkt haben mit der Endometriose. Wird oft eher randständig behandelt. Und als drittes kommt erschwerend hinzu, dass Endometriose häufig jetzt nicht nur die Frauenorgane betrifft, sondern auch viele andere Organe, sodass andere Disziplinen, wie zum Beispiel der Hausarzt oder der Gastroenterologe, sich nicht so wirklich gut damit auskennen. Kenne ich auch im Umfeld, dass dann wirklich zu zig Ärzten gerannt wird und einfach es wahnsinnig lange dauert, bis man die Diagnose überhaupt hat und dann auch häufig Ärzte gar nicht so richtig wissen, wie man damit jetzt umgeht. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Wie groß ist denn der Leidensdruck für die betroffenen Frauen? Die Frauen leiden häufig wirklich ihr Leben lang. Das fängt ganz, ganz oft in der Pubertät schon an und zieht sich eigentlich wie ein roter Faden oft durch deren ganzes Leben hindurch, oft bis zu den Wechseljahren durch. Viele sind sehr, sehr einsam, weil sie kein Gehör finden für ihre Erkrankung, weil niemand sie ernst nimmt. Und das fängt auch wiederum ganz früh an. Sei es der Sportlehrer, der sagt, stell dich nicht so an, oder die Mutter, die sagt, das ist halt so, da musst du durch. Das ist ein schwieriges Problem, muss man ehrlich sagen. Ich finde es ja doch ganz spannend, dass Social Media bei sowas häufig wirklich hilft. Weil ich finde, das Wort Endometriose ist in den letzten 2 Jahren doch sehr viel klarer geworden. Oder man hat sehr viel häufiger gehört und hat sich dementsprechend auch ab und zu damit auseinandergesetzt. Richtig. Und trotzdem, finde ich, hat man oft eben noch genau dieses Gefühl, naja, Endometriose, die hat halt Endometriose, soll jetzt mal nicht. Aber was macht das im Körper? Welche Organe kann das auch angreifen? Also Endometriose sind ja diese Gebärmutterschleimhautinsel, die überall auch außerhalb der Gebärmutter sitzen. Also im Prinzip jedes Organ, was befallen ist, kann Symptome machen. Und es macht im Prinzip sowas wie eine chronische Reizung, wie eine chronische Entzündungsreaktion im Bauch, was aber nicht nur die Organe betrifft, sondern den kompletten Organismus betrifft. Man ist ständig erschöpft, man hat ständig Schmerzen, man hat Verdauungsprobleme, viele haben Depressionen, es ist eine Erkrankung, was unheimlich einsam macht auf Dauer. Amy Schumer ist einfach ein Superstar aus den USA und die hat sehr offen über die Endometriose gesprochen bei sich selbst. Sie war hier bei einem Interview und hatte eben ein etwas aufgeschwollenes Gesicht, was den Fans dann sofort aufgefallen ist. Und auch das hat sie auf die Endometriose zurückgeführt und hat sich sogar die Gebärmutter entnehmen lassen. Ist das ein Schritt, der helfen kann oder Abhilfe schafft und danach ist man geheilt? Oh, das wäre ein großes Versprechen. Also die Gebärmutter zu entfernen, kann im Einzelfall der richtige Schritt sein. Das muss aber sehr individuell besprochen werden, weil die Endometriose eine unheimlich individuelle Erkrankung ist. Wenn die Endometriose allerdings nicht nur in der Gebärmutter sitzt, sondern am Darm, an der Blase, ganz oben am Zwerchfell, ja, dann hilft das Entfernen der Gebärmutter eigentlich auch nur ein Teil, weil es nur ein Teil des Problems ist und nicht das gesamte Problem. Klingt auch einfach nach einem wahnsinnig großen Eingriff. Also ich meine, die Gebärmutter zu entfernen, das sollte dann vielleicht der letzte Punkt sein, den man angeht. Ich weiß bei Amy Schumer, dass die natürlich auch ein Baby schon bekommen hat. Auch das wäre ja dann ein Thema, was man nun wirklich sehr, sehr empfindsam mit dem Patienten besprechen muss. Und es bleibt eben auch irgendwie so ein intimes Thema, weil es eben auch mit dem Kinderwunsch zusammenhängt, weil es häufig das Äußere der Frauen dann betrifft oder sie sich nicht wohlfühlen. Das ist sowas Intimes und deswegen finde ich es total wichtig, dass eine Frau wie Amy Schumer darüber auch spricht. Absolut. Ich kann mir vorstellen, dass da eine Wahnsinns-Response kommt. Absolut. Die Frauen sind unheimlich erleichtert, wenn sie sehen, sie sind nicht alleine mit dieser Erkrankung. Weil die Endometriose ist eine Erkrankung, was eine Frau quasi in ihrem kompletten Frausein angreift. Ja? Sei es Schmerzen beim Sex, sei es die Frage oder die Sorge, nicht schwanger werden zu können. Sei es ständig ausfallen zu müssen, weil man Schmerzen hat oder einfach nur erschöpft ist von dieser Kackerkrankung. Mhm. Also es ist etwas, wie gesagt, ich muss gleich zum dritten Mal sagen, eine Erkrankung, die einsam macht. Und deswegen ist man, glaube ich, sehr, sehr froh, wenn man sieht, ach, es haben andere auch. Und wahrscheinlich auch sehr froh, dass einfach Gynäkologinnen wie Sie dann auch Bücher darüber schreiben. Endometriose von Sheila Delis, eine Riesenempfehlung, wenn man selbst darunter leidet. Oder vielleicht auch nur den Verdacht hat, weil bei vielen ist es ja eben noch nicht diagnostiziert. Was sind die wichtigsten Ratschläge für Betroffene?
Du musst als Betroffene oder wenn du Angst hast, du könntest betroffen sein, du musst dich selber informieren. Du musst selber der eigene, ich sage immer ganz gern, die eigene CEO deiner eigenen Erkrankung werden. Du musst mit deinem Wissen, was du hast, zum Arzt gehen. Wenn du dich nicht ernst genommen fühlst, geh zu jemand anderem. Ja, finde ich einen absolut richtigen Beitrag. Vielen lieben Dank, Sheila Dilles, heute Morgen bei uns. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.